Hallo Leute und willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind mit Chris hier in der Lodge und sind auf der Suche nach Ashley. Und in der letzten Folge ist die Jessica verschwunden. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie tot ist. Und oh Moment, ich bin mir auch nicht sicher, was sich hier eigentlich alles Böses herumtreibt. Was ist das? Ist das von Ashley? Nicht gut. Nicht gut, oh nein. Ja, also keine Ahnung. Die Jessica wurde von irgendeinem Tier oder irgendeinem Viech aus dem Fenster gezogen. Dann haben wir noch den Clown, der sich hier irgendwo in der Lodge herumtreibt. Und wir haben, ja, den Killer, sag ich mal, der irgendwo draußen ist. Sollte ich hier rausgehen? Was zum Teufel? Was ist das denn? Ach, Blut. Oh, das sieht nicht gut aus für Ashley. Oh, shit, nein. Oder aber für. Oh. Oder aber für Josh, ich weiß es nicht, denn zuerst hat ja der Josh geschrien. Ash! Es geht nach draußen. Moment, kommen wir hier weiter? Nee, da können wir nicht vorbei. Okay. Oh, ich will nicht wieder hier in den dunklen Wald. Aber wahrscheinlich treffen wir da gleich wieder auf Mike, oder? Weil der jetzt auch irgendwo draußen unterwegs ist. Ashley! Ist das Blut hier unten? Ja, ich glaube, oder? Ja. Ist jemand da, Ashley? Na komm, wir folgen mal einfach der Spur. Ach du Scheiße, was ist da? Was zum Henker? Mann, ey. Oh, mir gefällt diese, ja genau, diese Kameraperspektive überhaupt nicht. Oh, komm, beeil dich mal ein bisschen. Ashley! Ashley? Moment, kommen wir da irgendwie rüber? Nee. Was ist denn das jetzt hier wieder für eine Hütte? Wie viele Hütten sind denn hier? Ashley? Ach, Moment. Oder ist das die? Oh, shit. Nee, das ist nicht die, in der wir mit Jessica und Mike waren. Oh Gott. Oh Gott, wo bist du? Gott, verdammt! Oh, Scheiße. Chris! Ja, ich komme. Ash, ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir. Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Ich bin gefesselt. Ashley, ich... Wo, was? Nein. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Oh, das ist ja wie bei Saw. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris. Hol uns hier raus. Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht
Scheiße, nein! Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair! Okay, alles ist bald okay. Oh, Alter, Kumpel! Oh mein Gott! Denk drüber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ja. Ich mag die eigentlich doch beide gleich gern. Ich rette jetzt, glaube ich, einfach nur Ashley, weil er auf Ashley steht. Ich habe keine Erklärung, warum, aber Josh, ich will mir nicht zu lange Zeit lassen. Ich habe die Befürchtung, dass der gleich sagt, so, nee, komm, ich töte beide. Ich sag jetzt Ashley, aber ich mag Josh auch. Du musst nicht sterben, ich hol dich da raus. Oh. Danke. Bitte nicht. Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das werde ich mir nur einbringen! Bitte sag mir, dass ich mir noch Zeit will, ne? Was soll ich denn? Oh. Nein, Chris! Scheiße. Oh nein, nein. Nein. Oh, ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Bitte! Nein! Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Ich komme, Ash. Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Ein Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Er hat eine Säge und es hieß er oder Ash. Und warum sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesicht. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Josh? Wow, ich hab den Josh getötet. Ist das krass. Da sind wir wieder. Ich hab irgendwie damit gerechnet. Da draußen wird es ziemlich heftig. Weiß ich nicht, dass das Ding vorher stoppt oder so, hatte ich gehofft. Das ist nur ein Test. Was hat der gesagt? Alles läuft gut? Nein, tut sie nicht? Was hat er nicht irgendwie gesagt, ich hoffe, es ist alles gut oder die Nacht ist gut? Hat er nicht sowas gesagt? Ich sage jetzt nein, tut sie nicht. Ich habe nicht wirklich gehört. Hm, verstehe. Oh, shit, und Leute. Glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Was wollen sie? Wer sind sie? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Ich gehe mal davon aus,
derjenige, der jetzt hier sitzt, also wir, sind wahrscheinlich der Killer. Oder entweder der mit der Clownsmaske oder dieser Psycho, der draußen rumläuft. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ja, ich mache weiter. Ich habe Angst. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Nee, irgendwie nicht. Sie sind real, sie sind nicht real. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles nicht so. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Nein, gar nicht gut. Wölfe machen mir mehr Angst als der Typ. Ja, vor allem ist das wahrscheinlich jetzt nicht die schlauste Idee, da irgendwie durch die Vordertür reinzuwollen, oder? Ich gucke erstmal, ob ich hier vielleicht noch irgendwas finde. Vielleicht auch nochmal ein Totem oder so. Haben wir jetzt auch schon... schon länger nicht mehr. Hier ist nämlich was. Na, sieh an, als hätte ich es geahnt. Was haben wir denn da? Was ist mit? Glückstotem. Oh, Glückstotem ist doch gut, ne? Aber wisst ihr was, dann schaue ich mir noch mal eben kurz den Film an. Da muss jetzt auch noch was dazugekommen sein. Etwas später sind die Bergleute gekommen, okay, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einstürzten und wurden wahnsinnig. Mörder. Da hatte ich ihn endlich im... Da was? Hab ich jetzt kein Wort verstanden? Okay. Ja, wie gesagt, jetzt durch die Vordertür hier rein ist wahrscheinlich die geilste Idee. Und ich frage mich, wann wir mal wieder mit Sam spielen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass sie so der Hauptcharakter eigentlich ist. Und jetzt haben wir schon relativ lange nicht mehr mit ihr gespielt. Oh Gott. Der Junge, der ist jetzt nicht dein Ernst, dass du da durch willst. Was hat er denn da vorne hier an dieser Klappe gemacht? Da. Was ist das denn? Weil, wenn wir hier reinkommen, also ich würde ja eher... Genau, ich würde nämlich irgendwo hier rein. Oh, oder auch nicht. Doofe Idee. Doofe Idee von mir. Wenn ich schon wieder sehe, wie dunkel das ist. Hallo? Ach, komm ich von hier?
hier. Ach, Moment. Kannst du da hochklettern oder so? Ich weiß ja noch gar nicht, wohin. Kannst du die nochmal? Jetzt kann ich es nicht mehr loslassen. Ich weiß es gerade gar nicht. Da schiebst du das jetzt. Jetzt hast du es dahin geschoben. Ja, Moment, wir gucken erstmal, was hier vorne noch ist. Ah, noch ein Totem. Boah, ich hoffe, ich habe nicht so viel übersehen. Ach du Scheiße, Verlust-Totem. So, also dieses Ding hast du jetzt da hingeschoben. Ist denn da... Achso, da ist gar kein Gitter. Oh, das ist ja doch richtig. Was auch immer das da vorne ist, das sah jetzt so ein bisschen aus wie ein Generator. Das macht doch jetzt mega Krach, oder nicht? Ach nee, ah, er will da nur nach oben klettern. Okay. Wow. Schon besser. Ja? Sicher? Ja, zumindest ist es hier ein bisschen heller. Kameraperspektive ändern, ich hasse das so. Kommen wir da vorne rein? Okay, was haben wir hier? Noch irgendwelche Totems, die das Schlimmste vorhersagen? Oh, ein Tresor. Wow, da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Ey, mach weiter. Nicht aufhören, ich möchte auch unbedingt reinschauen. Habe ich mir das nicht richtig angeguckt? Oder ist das Wichtigste hier schon rausgenommen worden? Ah, Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. Scheiße, ist das krass. Was ist denn jetzt daran noch krass? Kann ich das irgendwie... Moment mal. Stechuhrkarten, da ist es doch. Also Fundort Sanatorium. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Ja, okay, aber wussten wir das nicht mehr oder weniger? Ja gut, wir wussten nicht, wie viele.
Ja, vor allem mit der Mine und mit dem Einsturz muss das Ganze ja auch irgendwie was zu tun haben. Ich hatte ja in der letzten Folge, oder vorletzten, weiß ich gar nicht, die Vermutung, dass es auch irgendwas mit dem Indianerstamm auf sich hat und dass die Nachfahren sich jetzt rächen wollen. Aber stimmt, die Sache mit dem Mineneinsturz ist ja auch noch... Ist ja auch nicht ganz richtig. Kaputte Kamera. So. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Okay. Ich glaube, ich laufe einfach mal hier weiter. Weil da vorne kommen wir doch so mehr oder weniger in Richtung Kapelle, ne? Eine alte Zeitung. Alberta... Okay, Alberta Post, 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines, AB. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood-Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Ah... Vorne noch weiter? Nein. Ja, okay, aber das erklärt immer noch nicht diesen Psycho hier. Oh, oh. Shit. Ja, vor allem 30 Bergarbeiter? Das können jetzt nicht alle 30 sein, die sich da irgendwie rächen wollen. So, medizinischer Bericht Bergarbeiter, behandelnder Arzt Dr. NHWF Bone. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren öffentlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückzuführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Foulis Bone. Hä, aber warum ist da jetzt nur von 12 Patienten die Rede? Ja, ich blicke noch nicht durch, aber das wird wohl nach und nach. Vor allem, wenn wir jetzt hier mal ein paar mehr Notizen und... Oh nein. Notizen und generell Hinweise finden. Ja, komm, wir gehen runter ab in den Wolfskeller. Oh, Scheiße. Krass.
Ja, nimm das Ding mal mit. Aber das ist auch das von den Leuten. Der ist doch hier mit der Machete rumgelaufen. Werden Sie uns hier festhalten. Wer würde denn? Oh nö. Oh nö. Hier vorne noch mal in den Raum? Oh, da ist nur eine Ratte. Oder eine Maus, keine Ahnung. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Elektrischer Stuhl oder so? Moment, dann würde ich aber jetzt noch mal ganz gerne zurück. Ich habe jetzt gedacht, dass ich von hier irgendwie in den Raum hier vorne noch mal reinkomme. Kannst du nicht rüberklettern oder so? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ah, da liegt nämlich noch was. Was ist das denn? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Ja, okay, weil das Ganze ja mehr oder weniger vertuscht werden sollte, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Aber die Reporter sich gedacht haben, hey, da ist was passiert, da schnüffeln wir mal nach. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Was ist das? Wer ist das? Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Ja, nimm dir das Ding. Ah, ah, dumm. Ah, 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 au, Scheiße. Falle öffnen, Zunge amputieren. Wahrscheinlich, wenn ich versuche, die Bärenfalle zu öffnen, wird es heftiger, oder? Zunge amputieren. Was kann passieren? Lass mich überlegen. Was kann passieren, wenn man eine Bärenfalle öffnet? Ich weiß nicht. Da kann sich immer die andere Hand drin verfangen, oder? Ich versuche das jetzt. Meistens wird es nur noch schlimmer, aber... Scheiße, er hat jetzt die Machete nicht mehr. Fuck. Boah, man sollte immer das machen. Oder kann ich es nochmal versuchen? Ne, komm, komm. Ich will hier kein Risiko eingehen, vom Wolf gefressen werden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Fuck! Bis.
die Idee war. Also von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Ach, von hier sind wir gekommen, ne? Oh, fuck. Ja, keine Ahnung, ob ich die Bärenfalle doch hätte öffnen können, ob er es beim zweiten Mal geschafft hätte, aber ich hatte jetzt auch die Befürchtung, dass dann der Wolf kommt. Hey, hey. Na, das wird ja hier immer besser. Was entdeckt seltsamer Schädel? Ein entstellter menschlicher Kopf eingelegt in Formaldehyd. Was klopft da? Was klopft denn da? Na komm. Ja, zieh raus, komm. Scheiße, ist das krank? Oh. Wirklich krank. Mach's weg. Ach, das ist eine Karte für die... Ist das eine Karte für die, Kapelle? Stand da Chapel drauf? Sieht so aus, okay, ne? Okay, sehen wir mal. Holy shit, können wir das auch noch aufmachen? Ja, komm, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Sollten wir den anderen denn vielleicht wieder reinschieben, oder? Ich weiß ja nicht. So, was hast du so Schönes dabei? Ach, da ist nur ein Zettel drin. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib. Intraabdominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Es war Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde, durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bone. Adresse, ja gut, hier das Sanatorium. Können wir die hier auch noch öffnen? Nee. Na komm, gucken wir mal hier rein. So, wen haben wir da? Da ist nur ein Zettel. Medizinisches Notfalletikett, Name Nicholas Bone, 24. Februar 1952, Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Das ist doch der Arzt. Ja gut, der hat jetzt ein, aber nee, der hieß ja nicht nur Nicholas. Doch, aber ich glaube, der erste Name war Nicholas. Okay. So, jetzt kommen wir in die Kapelle. So, ich dachte, das wäre noch ein Totem oder so. Heilige Scheiße, ey. Junge, geh doch einfach nach Hause.
Also echt jetzt. Leute, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt noch durch. Was für ein reizender Psychobau. Ach so, geht gar nicht. Okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob gespeichert wurde, weil ich würde nämlich gerne die Folge beenden. Ja, wisst ihr was, Leute, das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!